So, Leute, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von Need for Speed Unbound. Wir sind zurück mit einem wunderbaren weiteren Tuning-Video und heute einem auch anderen Video. Wir werden nämlich heute 400 fahren in Need for Speed Unbound. Wenn ich weiß, aber Lukas, 400 klingt keinem Rennspiel jetzt nicht so besonders. Ja, in Need for Speed ist das leider sehr wohl doch schon ein bisschen sehr. Das liegt daran, ja, der Regera und auch der Bugatti Chiron können ja beide 400 im Spiel aus, laut der Angabe. Laut dieser wunderbaren Leistungsangabe sieht er, ist hier 412 angegeben, beim Chiron sogar 420. Da kann man auch leistungstechnisch nicht mehr viel dran ändern. Aber ja, wie gesagt, das Tempo, das sollen die beiden fahren können. Und wir sind in Chiron ja schon gefahren und gemerkt so, ey, kurz vor 400 ist Feierabend. Was ist das denn? Kurz vor 400 ist Feierabend. Und das liegt nicht daran, dass die Fahrzeuge das nicht können, sondern dass es in der Spielengine verankert ist, weil die Untergründe im Spiel mehr Geschwindigkeit nicht zulassen und dadurch die Fahrzeuge dort halt dann eben mit ihrem Topspeed enden. Und das vermute ich, dass der Grund dafür ist, ihr kennt das sicher aus Need for Speed Rivals 2015 oder sowas, so wie ich kann es damals, obwohl du eine langsamere Festplatte oder so hattest, oder CPU oder, also irgendein Hardware-Teil, was ein bisschen ausgebremst hat, dass du in den Void reingefahren bist. Du bist gefahren und plötzlich hat die Spielwelt vorher nicht mehr nachgeladen, der Wagen hing in der Luft, hat kurz gedauert, das Spiel hat nachgeladen und dann konntest du weiterfahren. Also, dass die Spielwelt nicht schnell genug nachgeladen für den Speed, den du gefahren bist. Und ich kann mir vorstellen, dass ein ähnlicher Beweggrund, dass bei Unbound ist, das so auszulösen, um für bestimmte Hardware-Konfigurationen dafür zu sorgen, dass die Spielwelt halt nicht unter deinem Arsch wegfällt oder halt nachladen muss. Vor allem im Multiplayer, vermute ich mal. Und ich dachte, das wäre nicht fixbar. Aber es gibt einen Mod, der das Ganze ändert und dem Chiron und dem Regera ihren offiziellen Topspeed zulässt, weil eigentlich ist das hier Verarsche am Kunden. Du kaufst auch nur mit über 4 km/h Topspeed und darfst nicht fahren. Das ist hart frech, muss man wirklich sagen. Ja, wir werden Regera optisch mal ganz kurz noch vorher anpassen, damit der natürlich auch ein bisschen noch was hermacht. Wie gesagt, Leistungstechnik ist ja maximal aufgebaut. Viele Teile kann man nicht einbauen, bis auf Nitro. Und man kann keinen Turbolader rausnehmen, aber ich weiß auch nicht, was einen da reiten sollte. Ja, sonst habe ich halt die ganzen Handling-Teile angepasst. Aber ja, wie gesagt. So, wir gehen erstmal rein. Haben wir Karosserie Presets? Wir haben drei Stück sogar, holy shit. Wir haben das hier, dann haben wir das hier und wir haben das hier. Ich sehe jetzt erstmal, ich bin mir nicht mehr sicher, welche Teil der Regera hatte, bin ich ehrlich. Ich bin nicht der größte Regera-Fan, ich bin Agera-Fan. Den Agera finde ich perfekt, den Regera finde ich von den Formen irgendwie nicht ganz so geil. Ich bin eher ein Agera-Fan bei Königsegg. Oh, Tiefe geht aber knackig rein. Fitment ändern wir gleich noch, keine Sorge. Aber wir gehen jetzt mal in die Karosserieteile und passen diese Kiste einmal an. So, das, wie gesagt, ist natürlich gemoddet, brauche ich nicht überreden, ne? Es ist auch so lustig, dass es gut geht. Original haben wir das. Ich finde das ganz geil, aber ich finde diese Finnen an der Seite noch ein bisschen geiler. Wir nehmen die Finnen dazu. Schön ist, beim Regera kostet das Tuning auch direkt immer richtig schön viel. So, Stoßstangen können wir runternehmen. Obwohl ich natürlich jetzt nicht bin, ob ich weiß, ob die Bumper Deletes original drin sind oder die gemoddet sind. Ich spiele mit dem Customization Mod, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ihr müsst es selbst rausfinden. Kauft euch ein Regera in-game, dann seht ihr, ob ein Bumper Delete original geht. Ich meine, Bumper Cut hinten geht auf jeden Fall, so wie ich es gesehen habe. Der müsste neu sein. Ja, wir nehmen die hier mit den Flaps. Das passt ganz schön. Das nehmen wir mal. So, Spoilerlippe. Ja, komm, wir machen richtig schon eine assige Optik. Wir ballern gleich über 400. Das darf auch mal ein bisschen wilder aussehen. Die 400 darf man auch sehen, dass wir 400 fahren. Okay. Das sind die Frontflap-Bleche, die mit der Stoßstange kommen. Ich kann aber noch andere dran packen. Ja, nee, die Originalen passen schon ganz gut. So, Scheinwerfer können wir noch einfärben. Kotflügel gibt es keine. Ist echt schade, dass die Karre immer noch nicht in Breit gibt. Weil die Karre würde ich gerne breit bauen, bin ich ehrlich. Da hätte ich sehr viel Bock dran, den breit zu bauen. Dann nehmen wir das Brettchen hier einmal. Schön, bitte. Dankeschön. Spiegel. Ja, ich würde echt ein bisschen. Nee, zumindest nehmen wir den hier. Der passt vom Stil immer noch relativ gut zum Originalen, aber ist steht nicht so weit raus. Ich finde, der Originale ist irgendwie, ich weiß nicht warum, der ist so derbe weit rausgeragt. Es sieht ein bisschen aus, als hättest du gerade einen Anhänger hinten dran gekoppelt und musst ihn noch sehen im toten Winkel und so. Ach, keine Ahnung. So, dann gehen wir weiter. Was haben wir noch? Heckleuchten. Ah, da haben wir die anderen, stimmt ja. Finde ich überhaupt besser? Ja doch, ich finde, wir nehmen die mal. Wir nehmen mal einfach alles mitnehmen, was man ändern kann. Alles, was änderbar ist, wird geändert. That's it. Der Bumper Delete sieht sehr glaubwürdig aus, weil die Details dahinter passen zumindest sehr gut. Wir müssen gerade mal kurz. Boah, muss aber sagen, der Diffuser ist aber auch insane, ne? Vor allem, warum auch immer der Diffuser mit den Rückleuchten mir gerade so ein bisschen diesen extrem Chiron-Look gibt. Ich weiß nicht warum. Wir machen aber den Bumper Delete. Wir machen mal einen schönen Bumper Delete. Weil da sieht man nämlich die Abgasanlage so gut. Wenn ich die jetzt noch ein bisschen ändere. Oh ja, ja, es wird, okay, der Bumper Delete wird Vanilla drin sein, weil die Stoßstange sieht man, die Antrohre sieht man sonst gar nicht.
Es ist schön, dass den Bomber die lieb bekommen hat. Aber ich glaube auch nicht, dass mit Königsegg so schwierig drüber zu reden. Ich glaube, Königsegg ist nicht so eine etablierte Marke wie Ferrari. Bin ich, glaube ich, ehrlich. Ferrari und Königsegg sind, glaube ich, da Königsegg, glaube ich, ein bisschen handsamer. Mit denen kann man eher arbeiten. Die sind vor allem so wild gemacht. Ja, nehmen wir mal die goldenen Endrohre. Nehmen wir mal die goldenen. Aber da muss der Bumper Elite Vanilla sein, weil. Ja, das ist ja aber keine einzigen der Stoßstangen. Nee, macht schon Sinn. Aber die anderen Stoßstangen sind auch alle wild. Also ich muss sagen, so Tuning für den Regera ist schon nicht verkehrt, muss man ganz klar sagen. So, das Gute ist, mit der Ausbauverlage kommt keiner mehr. Die Ausbauverlage in der Mitte schießt ja gar kein Feuer. Ja, weil es ja auch die scheiße Lüftung ist, die Idioten. Jetzt kann mit der Ausbauverlage keiner mehr auf den Drill kommen, weil das Ding fehlt halt einfach. Hoppla. Ich wollte die Taste drücken, ich wollte nicht Starttaste drücken. Hintergrund. Ich überlege gerade, was wir denn da Schönes nehmen. Aber irgendwas, was Geschwindigkeit ausdrückt. Ja, das wäre es halt einfach. Ja, komm, wir nehmen mal das Texas Blade. Ist egal, da ist noch ein bisschen was draufgeschrieben. Das passt schon. So, Heckschutzstange haben wir. Heckleuchten haben wir. Warte mal, wenn ich die Heckschutzstange nach, kann ich. Es gibt keinen Diffuser für die Kiste? Okay, wow. Okay, das ist ein bisschen wack. Ich hätte gerne einen geilen Diffusor gehabt, aber dann halt nicht, Bro. Fick die Henne. Okay, das geht auf jeden Fall Vanilla nicht, davon könnt ihr ausgehen. Aber wie detailliert die Scheiße. Ich bin kurz davor, das zu machen, Alter. Alter, das ist ja viel zu wild. Wir machen mal den Spoiler drauf und machen das gleich. Das ist ja viel zu wild. Okay, der Spoiler ist wack. Ist auch ein bisschen wack. Wir brauchen schon den Rear-Mounted Ring und dann das Ding. Warte, wir nehmen erstmal den Kofferraumdeckel runter. So, und jetzt gucke ich, welchen Spoiler ich dazu am passendsten finde. Ja, der passt da nicht, der fliegt halt. Der passt auch nicht. Ja, der passt halt auch nicht. Wir müssen, wenn, den hier nehmen. Oder wir nehmen gar keinen. Oder wir fahren clean ohne. Aber wir müssen, wenn, den hier nehmen. Obwohl, der passt auch nicht. Der ist auch nirgends mehr draufgeschraubt, ne? Okay, wir fahren ohne Spoiler, aber komplett ohne Heck. Ich glaube, das ist die coolere Alternative. Einfach alles hinwegzulassen, Junge, Alter. Ja, das geht Vanilla auf jeden Fall nicht. Ich seh mich schon kommen, den kompletten. Ja, komm, wir nehmen die Stoßstange vorne auch weg. Ist mir jetzt Bums. Wir strippen den ganzen Regera jetzt. Ist mir Bums. Das Ding muss einfach nur schnell sein. Ich jag euch den wegnehmen. Sieht das cool aus? Obwohl, ich merke gerade, dass ein Spoiler schwebt, der Originale. Aber den kann ich leider nicht wegnehmen. Oder? Nee, kann ich nicht wegnehmen. Ist schon offiziell nicht da. Aber na gut, damit müssen wir jetzt klarkommen. Also, ich kann leider nicht alles demontieren. Irgendwo. Geh, hört's auch auf. Spiegel könnte ich aber theoretisch noch wegnehmen. Wenn wir Spiegel noch weg hätten, dann wir natürlich. Komm, wir nehmen den Spiegel auch noch weg. Weil das Ding soll ja flott sein. Schäder? Aerodynamisch und so. Einfach alles weg. Oh, wir haben noch andere Felgen zur Auswahl. Okay, krass. Die sehen viel besser aus als diese komischen. Ich weiß nicht, wie viele Speichen man da nennt. Aber wir nehmen Turbofans, weil Geschwindigkeit. Also sieht mehr nach Geschwindigkeit aus, ihr wisst, was ich meine. Welche nehmen wir denn jetzt? Okay, die sind auch gemoddet. Ach, krass. Die sind auch gemoddet. Das sind auch die Sachen, die in den Spieldateien drin sind. Das sind nämlich, wenn ihr seht, die haben so eine Optik, die leuchten. Also die haben einen. Ihr habt das vielleicht schon mal im Multiplayer gesehen, wenn ihr in den Ladescreens, dass manche Turbo-Fans so ein Leuchten bekommen haben. Ja, das ist nicht, weil die Leute gemoddet haben, sondern weil irgendwie der Effekt davon, von diesen Gemoddeten reinlädt. Auf jeden Fall, die gibt's noch. Die muss ich euch aber mal anders mal zeigen. Die sind so ein bisschen wie so ein Infinity-Wheelight, wo halt so mehrere LED. Also eine LED-Kette drin ist und mit Spiegeln gearbeitet wird und das so unendlich aussieht. So ungefähr ist es auch. Wie gesagt, die sind in den Spieldateien drin, aber die sind bisher nicht genutzt worden. Nur kurz als Hinweis. Die werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwann nutzen. Die werden nochmal ihren Punkt finden, wann wir die bekommen, nutzen werden. Wir nehmen jetzt mal die Konkaven-Turbo-Fans hier. In maximal groß. Wunderbar, 22 Zoll, wunderschön. Jetzt so einen schönen Semi da drauf und dann ist das hier relativ schnuckelig, sag ich euch. Dann sieht das doch. Oh ja, wild aus. Ich glaube, ich ändere nicht mal das Fitment. Ich wollte ja eigentlich erst das Fitment ändern, aber ich glaube, mit dem, was wir hier gerade bauen, ist das gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Das ist ein okayes Fitment. Sollen wir kurz gucken, welche habe ich denn genommen? Hier, nein. Warte mal, bin ich jetzt gerade die ich suche? Da sind die, mein Gott. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Wunderbar. So, das nehmen wir einmal. Dann Reifen, wie gesagt, der Toyo, weil ich finde einfach am schönsten, was willst du machen. So, das passt auf jeden Fall alles. Jetzt müssen wir noch ein schönes Design finden, das halt gefühlt nicht funktioniert, weil mein halbes Auto nicht existent ist, aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Ich will ja nur irgendwas haben, was nach Geschwindigkeit aussieht. Ja, ich muss halt irgendwen finden, der das Heck nicht so einbezieht im Design, was die meisten Leute machen werden, weil standardmäßig der Königsegg mit einem Design am Heck kommt. Man glaubt es kaum.
Oh, das ist aber schon ganz geil, wenn der Spoiler. Aber der Spoiler hätte ich gerne, wenn er nicht lackiert. Bin ich ehrlich. Das wäre ganz cool, wenn er es nicht wäre. Ja, ich brauche irgendwas Cleanes. Also nicht zu wild. Obwohl das auch geil. Wild auch geil wäre. Bin ich auch ehrlich. So ein wildes Design hätte auch was. Es gibt aber nicht so viele Regera-Designs, fällt mir auf. Ja, Speedrun, das funktioniert nicht, weil ich meinen Heckdeckel entfernt habe. Mann, du, ich weiß gar nicht warum. Das ist zu fancy irgendwie, das ist zu wild. Im Trend, was haben wir im Trend? Was ist denn das Schwarze hier? Ja, das wäre sehr clean, muss man sagen. Das wäre schon sehr clean, aber irgendwie auch sehr langweilig. Wisst ihr, was ich meine? Also schwarz zumindest, weil der Wagen, man sieht den Wagen nicht so gut. So ein Agera RS-Look ist ganz geil eigentlich. Das können wir mal. Wir nehmen mal den Agera RS-Look. Da muss ich nur ganz kurz noch die Details an meinen Felgen ändern, weil das passt natürlich vorne und hinten nicht mehr, weil das sieht natürlich wack aus. Felgen, primäre Farbe machen wir einfach mal weiß. Ja, und sekundäre auch. So, das strahlt wunderhübsch. Dann die Rückleuchten. Ich glaube, die töne ich einfach volle Kanüle. Dann sieht es noch ein bisschen krasser aus. Oh ja, sieht noch viel krasser aus. Die Scheinwerfer, die tönen wir auch einmal komplett schwarz. Ja, wunderbar. Obwohl gar keine natürlich auch insane wären, aber wir tönen jetzt mal komplett schwarz. So. Wunderbar. Gut, jetzt brauchen wir noch. Geht Luftfederung bei dem Ding noch? Oh ja. Ja, Luftfederung geht immer noch. Die machen wir auch einfach mal rein, weil warum nicht? Fitment, könnte ich Fitment noch krasser machen? Warte mal. Stance. Ja, fahren wir bitte hoch. Oh, wir könnten noch mehr Spurbreite machen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Aber wir machen mal viel, bisschen Sturz und. Ja, machen wir mal so. Wir machen das mal so. Es glitscht zwar wie die Hölle, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Fahreffekte. So, jetzt brauche ich noch irgendwas was Wildes, was hierzu passt. Ich habe halt nicht so viel frei in der PC-Version, weil ich halt die ganzen Sachen nicht gemacht habe. Wir nehmen einfach mal. Ah, wir nehmen Rot. Komm, Rot geht immer. Rot sieht immer gefährlich aus. Wisst ihr, was ich meine? So, Neon machen wir auch nochmal. Einfach Rot runter. Gut, da würde ich mal sagen, gehen wir mal raus. Wir haben gerade die Nacht. Ich werde mal ganz kurz die Nacht überspringen. Und dann gehen wir wieder rein, weil ich will das am Tag machen. Da sehen wir ein bisschen mehr. So, ich bin aber kurz egal. Wir müssen nochmal die Felgen kurz ändern, weil mit den Turbo-Fans wir halt einfach. Also, ich zeige euch das mal gerade ganz kurz. Gefühlt spielzeugreifend leider fahren. Die Turbo-Fans sind warum auch immer einfach überhaupt nicht breit bemessen. Das ändere ich mal gerade, weil das sieht absolut bescheuert aus, wenn wir mit diesem Auto hinterher fahren. Und ja, wir müssen da irgendwas anderes draufballern. Ich mach da gerade mal was. So, ich habe kurz andere Felgen aufgezogen. Ich weiß nicht, warum das so ein Ding ist, dass die Felge die Reifenbreite und so extrem vorgibt. Das ist halt wirklich wack. So sieht's vernünftig aus. Aber die Turbo-Fans sind halt gefühlt Spielzeugreifen. Ich finde das sehr, sehr komisch irgendwie. Auch mit BBSRS ist das so. Ich finde, die Felgen und Reifenbreite müssen nochmal gesondert einstellbar sein per Regulator und nicht über die Felge einzeln geregelt werden. Das ist irgendwie ein bisschen weird gelöst, weil dadurch sieht es bei manchen Autos wie bei dem halt dann einfach bescheuert aus. Du kannst ja nicht einen 195er auf einem Regera fahren, das ist ja vollkommen bescheuert. Ja, bisschen beknackt. So, wir gehen jetzt mal raus. Wir haben jetzt nämlich Tag, heißt, wir können ein bisschen mal Autobahn ballern gehen, meine lieben Damen und Herren. Nämlich diesen wunderschönen blauen Highway werden wir jetzt einmal abfahren. Ich muss mal kurz gucken, wo wir am besten draufkommen würden. Ich gehe erstmal hier raus und dann gucken wir mal. Wir müssen ja gar nicht rauskommen. Ich habe ja das Teleport-Feature. Ich kann hier hingehen, wo ich will. Ich kann hier auf jede Autobahn gehen, wo ich Bock habe. Warum? Ich habe mich da. Okay, warum ich jetzt da raus? Ach, ist egal, lassen wir das. Ich frage das Spiel nicht. Ich lasse das Spiel einfach machen. So, ist gut, dass ich hoffentlich auf diese Straße komme. Da kann ich mich da gar nicht hinporten, wenn da nichts ist. Warte mal, Aktivitäten. Ja, da kann ich mich hinporten. So, okay. Ich muss ja irgendeinen Punkt haben. Ja, wunderbar. So, welche Richtung ist denn jetzt die klügste? Dann kann man kurz gucken. Andere Richtung wäre besser. So, wie gesagt. Original können wir in diesem Spiel keine 400 fahren. Und ich bin jetzt mal gespannt, was das Spiel damit macht, wenn ich jetzt hier mit meinem. Ich weiß nicht mehr, ob man das noch Regera nennen kann, so viel ist davon nicht mehr übrig. Warum steht das Schild hier mitten auf der. Ach, ich frag nicht. Es ist bei Cartoon Games dran, aber diese leichten Ghost Games Vibe kriegt man immer noch so ein bisschen, wenn man Need for Speed spielt. Ist immer wieder toll. So, wir fahren jetzt aber mal. Mal gucken, ob wir die 400 knacken. Wie gesagt, der Regera hat jetzt nicht. Der Spoiler fällt schön aus. Das ist doch top. Das sieht richtig glaubwürdig aus, wo auch immer der herkommt. So, das Gute ist, wir müssen nicht schalten. Heißt, wir können einfach durchladen. Und wenn dann die 4 gleich steht, dann lache ich mir einen Ast ab. Und vor allem bin ich gespannt, ob das Spiel dabei zusammenbricht oder ob das Spiel das mitmachen kann. Man muss sagen, das Spiel läuft bei mir auf einer 3070 und auf einer M2-Festplatte. Also, wie gesagt, gerade Zeiten von der Spielwelt sollten eigentlich über die Festplatte nicht der Stress sein. Erstmal ein Stück finden, wo ich so schnell fahren kann, Alter. Oder ich bringe mich um.
Ich bin exakt über den Polizisten geflogen. Mein Glück, Alter. Ja, komm, fahr nochmal rein. Sicher, sicher. Schön über den Kopf drüber geflogen. Gut, keine Folgensack ausgelöst. So, jetzt nochmal. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier müssen wir links rum abbiegen, ne? Nicht, dass ich jetzt schon wieder Scheiße baue und dann ins Nichts fahre. So, einmal hier lang. Rüber. So, jetzt gucken wir mal. Okay, 385, wir beschleunigen noch. Wir sind noch am Beschleunigen, meine lieben Damen und Herren. Es ist noch nicht Feierabend. Geht die Kurve nicht? Scheiße, es ist vielleicht Feierabend. Ne, warte, alles gut. Ah, Junge, ich muss jetzt mal ein bisschen Speed hier drauf kriegen. Kackdreck. Und nicht in alles reinfahren vor allem. Mann! Ah, ich will's mit... Es gibt auch einen No-Traffic-Mod, den hätte ich mir mal reinmachen sollen. Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall angenehmer gewesen, weil ich hier nicht nur im Verkehr ausweichen müssen. Weil wenn ich auf dem Tacho achte, achte ich halt nicht mehr nach vorne. Und deswegen heißt es Don't Tacho and Drive. Es ist exakt richtig, Leute. Ihr habt verdammt richtig geraten. So, come on. Ich sehe halt nichts, komm. Jetzt haben wir ein schön gerades Stück, komm. Jetzt die 400 ist ja machbar. Do it. Komm. Ja, guck mal, ah, 404, da sind sie doch. Ja, Geschwindigkeiten, die im Vanillaspiel nicht gehen und mein Spiel bricht nicht auseinander und die Welt fängt nicht an zu brennen. Es gibt's ja gar nicht, das Spiel kann das. Ich bin gerade 400 gefahren und wir haben kein Feuer gefangen. Und es ist auch nicht plötzlich irgendwie die Matrix zerbrochen oder so. Also irgendwie geht das ja wohl. Also wir können 400 fahren im Spiel, ohne dass wilde Sachen passieren. Mann, das ist ja unerwartet. Obwohl ich schon merke, dass sehr viele Texturen teilweise nachladen, finde ich. Also die Bodentexturen ploppen teilweise ganz schön rapide auf. Aber okay, schön, über 400 hier. Und die können wir auch halten. Also die können wir nicht halten, weil wenn wir Kurven fahren, verlieren wir das wieder. Aber weil der Regiere ja leider ein bisschen genervt worden ist. Ich vermute mal, vor dem Nerf hätte diese 400 jetzt viel entspannter gehalten. Aber darum geht es ja nicht. Wir können 400 fahren und irgendwas wieder anbauen. Es ist Wahnsinn. Und die Welt fängt nicht an zu brennen. Wie gesagt, mich würde interessieren, warum das... Ich glaube, wir haben hier einen 2044. Nein, nein, Schnauze. Mich würde hier interessieren, warum, wie gesagt, warum das gewählt wurde. Ich kann mir vorstellen, wegen bla bla bla, weil bei schlechterer Hardware oder bei den Konsolen oder ich, ach, keine Ahnung, warum auch immer, wegen Nachladen der Spielwelt und der oh, ich bin falsch gefahren, egal, fahren wir wieder drauf. Ja, fahren nicht wieder drauf, scheiße. Ja, ja, ich habe mich gerade vertan, weil ich muss wieder auf die Straße. Ich gehe mal hier hin, dann bin ich schneller wieder da, wo ich hin will. Ist das die Brücke? Ne, ist auf der Brücke, ne? Zwischen hier unten, ne? Ich bin zwischen hier falsch. Nee, ist richtig, alles gut. Nämlich würde interessieren, warum das, also, welche Beweggründe waren, dass das man eben gelockt hat? Weil es muss ja irgendwelche Engine-Probleme gegeben haben, wo man gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt locken. Ich meine, es war bei den vorherigen Need for Speed-Teilen auch schon so, unter der Ghost Games-Flagge. Aber, also an sich funktioniert es ja. Also, bei mir funktioniert es ja gerade. Und wenn man ein schwächeres System hat, spielt man ja meist eh nicht auf den höchsten Anforderungen. Heißt, es müssen ja eh nicht so viele Texturen nachgeladen werden, also... Glaube ich noch nicht so ganz, wo das Problem mit den 400 dann wäre. Also wie gesagt, es könnte natürlich an einer langsamen Festplatte liegen, bla bla bla. Und ich weiß, früher bei manchen Titeln wie Rivals und 215 und so hatte ich damals auch mal das Problem, dass mir wirklich die Spielwelt unter dem Arsch einmal weggefallen ist und ich dann einfach in den Void hing und warten musste, bis er wieder da war, der Rest der Welt. Aber deswegen könnte ich es mir vermuten. Aber wir fahren jetzt gerade 400 und es sind ja gerade mal 5-6 km/h mehr als das, was das Spiel bisher zulässt. Und ich sehe jetzt hier noch nicht hart Probleme, dass irgendwie die Spieltexturen, die Bodentexturen oder irgendwas nicht nachladen. Also es kommt mir jetzt nicht so vor, als hätte ich hier große Problemchen gehabt, muss ich sagen, wo hier irgendwas wegbricht. Also das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Also es kann sein, dass man es für den Multiplayer entschieden hat oder, aber es funktioniert halt an sich und wie gesagt, es ist halt auch weird, dass man die beiden Autos in-game mit den Spieldateien anpreist, so ey, der schafft 400, der andere auch 400. Im Spiel, naja, also sie könnten rein theoretisch 400, wenn das Spiel das könnte. Es geht ja nicht, wir sagen euch ja nur, was der Wagen kann, nicht was wir können. Aber ja, 400 da unten stehen haben, der hat jeder auf jeden Fall. Und das funktioniert, wie gesagt, auch ohne, dass hier Sachen anfangen zu brennen. Kinder schreien und die Stadt evakuiert werden muss. Also es ist erstaunlicherweise spielbar. Wer hätte damit gerechnet? Es ist unfassbar. Man müsste es jetzt mal auf einem schwächeren System probieren. Ich müsste das mal meinen kleinen Bruder anschmeißen lassen und sagen, hier machen wir den Mod rein und fahren mal bitte 400 und ich will sehen, was passiert. Das wäre jetzt mal eine interessante Sache. Aber wieder, rein technisch passieren hier keine wilden Dinge und nicht, es passiert nichts. Also es funktioniert halt einfach. Und es fühlt sich irgendwie mehr
natürlich an, wenn Regera und ein Bugatti Chiron 400 fahren können und nicht hier in den Begrenzer schallern. Das klingt irgendwie mehr logisch. So, ich hole mal ganz kurz nochmal den Veyron raus, weil, wie gesagt, der Kollege kann es ja auch. Wir wollen ihn mal ganz kurz testen, weil der dürfte noch ein bisschen schneller können, weil der müsste ja, glaube ich, 420 fahren oder sowas in die Richtung. Also wir werden den Kollegen nochmal gerade ganz kurz einmal auch für den Test holen, dass der Wagen das kann, weil den haben wir ja auch in dem Mod-Spielstand irgendwo rumfliegen. Da ist er doch. Unser ganz... Wie gesagt, ich würde mir auch sehr gerne für den Regera den Breitbau wünschen, bin ich ehrlich. Das wäre auch schon ziemlich nice. So. Hallo, alle. So, jetzt gehen wir da mal ganz kurz hin. Und dann fahren wir auch mal. Der müsste sogar noch schneller schaffen, weil Regera, glaube ich, vom Speed ist er noch ein bisschen hinterher. Den gucken wir gerade mal. Aber er dürfte jetzt eben auch, wie gesagt, nicht mehr vor 400 den Begrenzer schallern, weil die beiden waren eben das Hauptproblem, die halt auch hauptsächlich begrenzt waren. Und er dürfte sogar noch ein bisschen mehr Topspeed haben. Ist hier viel los. Meine Fresse, Junge, Alter, genau. Ganz Lakeshore kommt gerade nach Hause. Genau. So, fahren jetzt mal wieder bis zu dem ganzen geraden Stück dahin und dann können wir dann auch wieder vernünftig durchladen. Mit den Kurven hier ist es halt immer ein bisschen scheiße. Ich hätte einfach einen riesen Flughafen gerne, wo ich einfach so einen schönen Dragstrip habe, wo ich richtig durchladen könnte. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in den Tunnel. Da sehe ich halt erstmal kurz nichts mehr. Ich krach's gleich. Nee, diesmal nicht. Krass, toll. Guck mal hier, 409, 410 und der marschiert noch. Also der Begrenzer, den die da reingezimmert haben, ist für den Wagen halt wirklich maximal unnatürlich, weil er kann es halt easy going. Also der wirkt halt jetzt überhaupt nicht gestresst bei dem Tempo. Ja, 415. Und die fühlen sich mit dem Wagen auch gut an. Und selbst mit 415, erstaunlicherweise, die Welt brennt nicht. Es ist der Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, was hier Sache ist. Aber ein paar Modder können diese Speedcam entfernen. Ja, wenn ihr PC spielt, ich kann euch den Mod einfach empfehlen, schmeißt den zumindest rein. Also wie gesagt, das ist von diesem kompletten Overhaul-Customization-Ding, den ich euch verlinke, ist eine der Mods, die man da reinpacken kann. Also es sind ja mehrere kleine Mod-Pakete und da könnt ihr euch einzeln aussuchen. Und eine davon ist zum Beispiel nur das hier. Also wenn ihr ganz normal euer Vanilla-Spiel spielen wollt, dann sagen wir, ich würde auch gerne Chiron und mit dem Regera gerne 400 fahren. Einfach nur das Ding reinpacken, ist eine einzelne Mod-Datei. Die bewirkt nur das und verändert nichts anderes. Und ja, dann könnt ihr über 400 fahren in Need for Speed Unbound. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ganz gerne einen Daumen rum, da würde ich mich selber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis in der Orange. Tschö, tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put